Hallo ihr Lieben, normalerweise ist mir Politik relativ scheißegal, aber ich habe einen lustigen Artikel gefunden bei N24. Ja, Anbau der EU, Schäuble, Doppelpunkt, neues Grundgesetz bald nötig. Darin palabert der, dass man ja ein neues Grundgesetz eigentlich bräuchte von wegen EU. Ich habe mir mal dann überlegt, warum EU? Was steht eigentlich im Grundgesetz drin? Und auf einer schönen Seite, die ich gleich mal zeigen werde, findet man das Grundgesetz sogar. So, das hier ist die schöne Seite gesetze-im-internet.de/grundgesetz, also GG. Hier findet man einige interessante Sachen, zum Beispiel, dass das Ding unheimlich lang ist. Und der allerletzte Artikel. Artikel 400, nee, Artikel 146, ich bin jetzt zu faul, das wegzueditieren, nur so nebenbei. Da findet man das hier. Noch eben ein bisschen mehr in den Fokus. Und wenn das gerade sehr klein aussieht, das ist doch schon besser, ja. Hier steht, dieses Grundgesetz, ja, ihr könnt das ja selber lesen, bin zu faul, es vorzulesen, bin auch scheiße im Vorlesen. Aber nur für den Fall, dass ihr es nicht lesen wollt, da steht im Grunde genommen drin, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands, die wir vor ein paar Jahren hatten, das deutsche Volk Anrecht auf eine neue Verfassung hat. Vollendung, Einheit, Freiheit, das ganze deutsche Volk. Dadadadada. Eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also das Grundgesetz selber besagt, dass wenn wir wieder die Einheit haben, was 20 Jahre plus her ist, wir eine Verfassung bekommen. Da steht nicht, das Grundgesetz wird automatisch zur Verfassung. Da steht, das Volk darf darüber abstimmen. Das heißt, ja, Schäuble hat recht. Wir haben das Anrecht auf eine neue Verfassung. Das haben wir schon seit 20 Jahren. Ich könnte jetzt natürlich einen Gag machen, wie bei Semper Censeo. Die haben sich mal über die Geschwindigkeit von Politikern ausgelassen. Dann die Seehofer-Geschwindigkeit, die Merkel-Geschwindigkeit. Die Schäuble-Geschwindigkeit sind 20 Jahre. Ich glaube, Seehofer waren 5 bis 3. Das heißt, Schäuble ist der Langsamste. Falls Semper Censeo das jemals mitbekommt, kriege ich wahrscheinlich Stress für die Aussage, aber mir egal. Ach ja, um Stress zu vermeiden, das Video packe ich unten in die Description. Werbung. Na, das war's von mir. Was sind eure Gedanken zum Thema? Sagt mir, was ihr drüber denkt. Bewerten wir auch ganz nett. Ob positiv oder negativ, ist mir egal. Bringt euch mit ein. Schönen Tag. Ciao.